Hallo, ich wollte heute mal noch Magnum besprechen. Magnum war auch eine tolle Serie. Als Kind geliebt habe ich die immer montags 21 Uhr ARD. Magnum ist die Serie, habe ich gemocht, die Story an sich. Also wie gesagt, Tom Selleck schon, wenn du so guckst, schon das Ausdruck sympathisch, freundlich, den ist dann total, vertraut man sofort, finde ich. Also super besetzt gewesen, die Story. Er sollte damals sogar Indiana Jones spielen, vor Harrison Ford. Das, wie gesagt, er hat damals abgelehnt, weil er einen Vertrag hatte als Magnum. Schauspieler in der Serie, damals musste er ablehnen. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, Tom Selleck als Indiana Jones zu sehen. Aber ist ja nicht so gewesen, deswegen Magnum halt, Tom Selleck. Die Serie fand ich super, wie gesagt. Die ganzen Charaktere waren super gewesen. TC mit seinem Hubschrauber, Rick der Informant und so. Und Hammer war gewesen Higgins immer mit seiner Apollo und Zeus, die beiden großen Hunde. Er hat Magnum einfach nicht so gemocht. Immer jung auf den gehetzt, um Just verfallen, ihn zu ärgern, fand ich lustig. Natürlich der rote Ferrari, kann man hier sehen. Das ist auch super gewesen. Und dann Master Robin, der halt Tom Selleck, also Magnum, da wohnen lässt, damit er dann irgendwie da Unterkunft hat, also irgendwie er dann wohnen lässt, Higgins Verwalter, und damit angepisst gewesen, dass er da wohnt. Und die Story hat sich weiterentwickelt, die Serie. So jede Folge für sich abgeschlossen gewesen, ein Fall, der hat ihn gelöst, immer super gewesen, ehrlich gewesen, war top gewesen, fand ich. Aber am Ende der letzten Staffel so war dieses Rätseln. Ist vielleicht Higgins Master Robin? Das war interessant gewesen, diese Konstellation. Hat mir sehr gefallen, die Serie. Es gibt ja, kurz mal zeigen wir uns das eben noch. Ich habe alle DVDs da, das ist also Staffel 2. Fangen wir mal vorne an, Moment. Ich finde, Magnum ist das wert, wie gesagt, eine tolle Serie. Das ist die erste Staffel, die ich davon habe. Cooles Bild. So rumdrehen, dann kann ich besser gucken. Magnum, dritte Staffel, das ist die zweite. Die dritte. Die vierte, genau, die vierte Staffel. Fünfte Staffel, auch ein schönes Bild. Alle drauf. Hunde fehlen irgendwie drauf. Die sechste Staffel, auch schön. Die siebte Staffel. Und die achte Staffel. Und man kann noch, wenn man möchte, ich habe alle Staffeln da, auf Blu-ray, ob es die Blu-ray, weiß ich jetzt nicht. Aber man kann die zusammenstellen, die DVD. Ist jetzt schwer, weil ich will es versuchen. Keine Panik. So, man kann es zusammenstellen. Und wenn man die hinstellt, dieses Cover auf einem DVD-Schrank oder Regal, wenn man es hinstellt. Ich finde das sehr schön, das Motiv. Auto ist drauf, alle Charaktere sind drauf. Sehr schön. Ein sehr schönes Bild. Das war Magnum. Man geht noch weiter, wie gesagt. Moment. Was nehmen wir als Cover jetzt mal? Nehmen wir mal das aufräumt hier. Genau, nehmen wir das mal als Abwechslung. Nicht umfallen, genau. Es gibt ja auch von Magnum eine Remake-Serie, die heißt Magnum PI, Private Investigation und so. Ich habe die nicht gesehen, ich boykottiere die, also ich habe den Schauspieler gesehen. Und wie gesagt, wenn man jetzt das Bild raussuchen. Hier, jetzt das Waldbild hier zum Beispiel, machen wir es so. Hier ein freundlich netter Mensch, der sympathisch ist, der vertraut sofort, wo man sagen kann, ich habe einen Fall, können Sie dir helfen und so. Ein sympathischer Mensch. Und dieser neue Darsteller, denke ich, jedes Mal, wenn ich den sehe, mein Gott, halt die Brieftasche fest, da klaut die gleich. Also die Wahl von den Schauspielern finde ich daneben, ehrlich gesagt. Die sieht krimineller aus als wie Magnum aus. Und vor allem, der hat keinen typischen Schnäuzer, wegen des Wackenzeichen und Hawaii-Hemd. Der sieht echt wie weiß ich nicht, einer, der gerade nass rausgekommen ist und dann irgendwie da rumschmauchelst und so. Ich habe die Serie nicht gesehen, ich kann es vielleicht nicht beurteilen, aber mein optischer Eindruck von der Serie ist, der Schauspieler ist totale Fehlbesetzung. Wenn man jetzt die vergleicht, so Bilder irgendwie, habe ich kein Bild da, passendes und so. Deswegen, ich boykottiere die Serie, weil ich diesen Zauber von Magnum nicht kaputt machen möchte. Es kann ein guter Remix geben, aber bei Magnum möchte ich halt Tom Selleck als Magnum sehen und keinen anderen. Ich möchte Higgins sehen, ich möchte TC sehen, ich möchte Rick sehen, Apollo und Zeus sehen. Keine anderen sehen. Was ich auch noch aufgefallen ist, irgendwie, ich glaube, Rick hat einen Gastauftritt als Sänger und TC spielt auch einen Gastauftritt in der Serie. Higgins ist ja leider schon verstorben. Schade finde ich das, aber Tom Selleck oder Mitchell weiß ich jetzt nicht, aber die neue Magnum-Serie ist bei mir ein No-Go auf der Boykottierliste, weil ich finde den Schauspieler einfach nur unsympathisch, wie der aussieht. Weil die Serie ganz gut, könnt ihr eine Serie kennen können, könnt ihr Kommentare rein, finde die Serie ist doch ganz gut und so. Mich überzeugen, die Serie vielleicht doch mal zu gucken. Vorausgesetzt, wird immer gestreamt, was ich habe. Ich habe Disney Plus, ich habe Paramount Plus und ich habe Netflix. Amazon und Sky und die ganzen heißen boykottiere ich generell. Weil das ist man und kein Streamingdienst, sondern irgendwie noch Geld zahlen muss für Filme, die man ausleihen will und so. Nee, danke. Bei Netflix kann ich klicken, was ich will. Ich kann keinen Film aus Versehen kaufen oder irgendwie dem Geld da was geben, was ich eh nicht brauche. Okay, dann sage ich mal schönen Abend. Bis morgen dann. Ciao.